Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir spielen auf der Karte Metallopolis und sind ein TBT zwischen Miranda Kerr als gelber Terraner und I Echoic als orange Terraner. Wir sind hier im zweiten Quarterfinal des Craft Cup US Season Number 7 und bisher haben wir gesehen, dass sich Dudeman und Rebuked bekriegt haben und jetzt sehen wir in diesem Best of Three, wie sich I Echoic und Miranda Kerr hoffentlich in einem spannenden Matchup beide bekämpfen. Wie gesagt, gespielt auf der Karte Metallopolis ist ein Best of Three und ich bin gespannt, ob wir wieder diesen gleichen Aufbau bei beiden Spielern sehen werden oder ob wir endlich mal innovative Spielweise und interessante Tech Trees sehen werden. Zu eurer Info, alle Matches zum Craft Cup Number 7 der US Season, es sind alles Matches mit Patch Release 1.1.1. Das heißt, wir haben noch nicht die Reaper Rush Delay Upgrades drin, es sind auch noch keine Buffs für Protoss Gebäude oder kein Debuff für die Roid Rays. Also alles ganz normal, wie es vorher war. Das Patch-Video solltet ihr eigentlich bis jetzt gesehen haben. Nach dem Craft Cup werden sicherlich dann die Matches im neuen Patch-Style sein. Und ich hoffe, dass bis dahin auch dann die Craft Cups, die folgen werden, in dem neuen Patch ablaufen. Wir sehen hier, dass hier I Echoic bereits am Scouten ist und Miranda Kerr hat ihn gesehen. Er hat rausgefunden, wo sie sich befindet, hat gemerkt, okay, hier muss ich hin und ist jetzt dabei, eine Kaserne zu bauen, hat aber bereits das Gas genommen und wir sehen komplett gleicher Aufbau bei beiden Spielern. Sicherlich hier 14er Gas, 12er Barrack. Währenddessen noch hier I Echoic am Scouten ist und jetzt weiß er auch, wo der Gegner sich befindet. Er hat eben beide anderen Positionen gescoutet und sollte jetzt endlich merken, wo er ist. Und hier, Dancing SCV, sehr gut. Und ja, aufbaumäßig beide sonst relativ gleich auf. Und ich habe es bereits im ersten Matchups erwähnt, also wir werden sehr, sehr viele TBTs sehen, da in den Quarterfinals von 8 Spielern 7 Terraner spielen und nur ein Zerg dabei ist. Und da ja gerade allgemein durch die Community geht, dass Zerg overpowered ist, bin ich gespannt, ob sich der Zerg im Endeffekt sogar durchsetzen kann und dann sogar vielleicht den Craft Cup Number 7 gewinnt. Ihr werdet es natürlich hier live miterleben. Jetzt beide gehen auf die Factory und beide entscheiden sich auch direkt danach darauf zu gehen, also kein Reaper oder ähnliches. Das einzige, was sich ändert, ist, dass IAQA keinen Reaktor baut und stattdessen aufs zweite Gas geht, welches Miranda Kerr bereits hat. Hier hat Miranda Kerr bereits den Reaktor gebaut und wir sehen hier, sehr, sehr schön, IAQA macht was sehr, sehr Beliebtes und zwar, das ist eine Scouting Factory. Das heißt, er wird wahrscheinlich seine Factory daneben liften, entweder hier bauen und dann einen Helions pumpen oder er wird direkt die zum Scout nutzen, um rauszufinden, was der Gegner macht. Jetzt sicherlich gleich der Tech-Switch zwischen den Gebäuden und wir haben einen Starport für IAQA auf dem Weg. Das heißt, direkter Banshee-Rush und er baut das Starport ganz hinten hin. Das heißt, der Gegner wird es erstmal nicht sehen durch Gebäude. Der scannt hier vorne down und ich bin mir ziemlich sicher, nein, er sieht gar nichts davon. Er kann es nicht sehen und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Jetzt hier Tech-Switch zwischen dem Tech-Lab und der Factory und dem Starport. Und jetzt kommt die Factory und sieht hier auch das Starport mit dem Reaktor dran. Das heißt wahrscheinlich Mars Madvex oder Mars Vikings. Hier ist das Tech-Labor an der Factory, Siege Tank plus Siege Tank, die geht länger weg. Und die ersten Banshees kommen. Das heißt, jetzt wird spannend. IAQA ist dabei, die Banshee und Cloaking viel zu erforschen. Und das könnte doch wirklich sehr, sehr interessant jetzt hier werden, weil die Banshee, sollten sie gescannt werden, natürlich von den Vikings, die jetzt massiv produziert werden, relativ schnell vernichtet werden. Außerdem sehen wir in-game Command Center seitens IAQA, das heißt, eventuell wird er hier auf die Natural direkt mit dem Harassment der Vikings tacken. Wir sehen jetzt hier auch zwei Missile Turrets auf dem Weg für Miranda. Diese Factory hat überlebt und landet sozusagen im Vorgarten, im Vorgarten von Miranda Kerr. Und ich bin sehr froh, dass wir endlich mal hier mal etwas Banshee Harassment sehen und
gutes Placement hier von Eichelweg, nutzt hier den Zendaga Watchtower, sammelt hier seine Banshee, Cloaking Field ist so zwei Drittel fertiggestellt und zwei Missile Turrets sind dabei, sind fertig und schützen sicherlich die Mineral Line, was mir sehr gut gefällt. Wir sehen hier, das Supply Depot ist auch auf dem Weg, Viking fertiggestellt und wir haben bisher zwei Vikings auf dem Spielfeld und ich weiß, ich denke mal, der Banshee, ich denke, die Vikings sind noch im Vorteil. Stimpak jetzt auf dem Weg und Marodeure, das heißt, EQ geht hier auch um leichter Bio-Build. Ich weiß, er baut keine weitere Banshee, hat also nur eine einzige gebaut, wie scheint. Und jetzt kommt die Banshee rein. Also Miranda Kerr hat sie bereits gesehen. Und jetzt kommt das Restaurant auf den Worker, versucht jetzt hier raus, die Nacht geschafft. One Kill für ihn. Und jetzt kommen die Infanteristen versucht und kommt der Scan? Kommt der Scan? Kein Scan auf dem Weg. Hat nicht genug Energie und jetzt ist das Problem. Jetzt kann natürlich in Ruhe die Banshee hier die einzelnen SCVs rausziehen. Gerade mal 20 Energie für Miranda Kerr. Währenddessen die Expansion dabei, hier fertig zu werden. Die Factory baut hier noch ein Tech-Lab hier außen dran. Und diese Banshee hat bereits auf jeden Fall 4 Kills. Wenn ihr wisst, dass der Gegner auf Banshees geht, versucht immer einen Tech, einen Scan in der Hinterhand zu haben. Weil es nutzt euch nichts, wenn ihr dann hier über Mules und so weiter geht, wenn ihr nichts gegen diese Banshee machen könnt. Und diese wird wahrscheinlich bald hier rauskommen. Scan. Noch nicht fertig, doch scheinbar reicht die Reichweite von dem Missile Turret. Sehr, sehr schön. Währenddessen hier, weitere Cloaked Banshee hat den Siege Tank rausgezogen. Zwei weitere sind jetzt dabei, sich hier zu bauen. Sehr, sehr gutes Spiel hier von beiden Spielern. Natürlich versucht jetzt iAccurate mit den Banshees enorm zu harassen. Baut hier weiter Marodeure. Stimpak ist fertiggestellt. Und wir sehen aber auch, dass gerade jetzt die Miranda mit den Siege Tanks und den einzelnen Einheiten natürlich einen guten Vorteil hat gegenüber den anderen. Kann jetzt in Ruhe seine Siege Tanks ranbauen. Und jetzt kommt der Push auf jeden Fall von ihm. Oh, übel. SCV ist aber... Und jetzt kommt die Banshee. Ist der Scan fertig? Ich weiß es nicht. Scan nicht ready scheinbar. Oh, das wäre übel. Die Siege Tanks dürfen nicht fallen. Und er geht down. Geht er down? Da kommt der Siege... Da kommt die... Der Missile Turret hat es geschafft. Siege Tank ist down. Rausgesniped von den Marodeuren und den Space Marines. Jetzt geht er natürlich drauf. Marodeure müssen fallen. Vikings sind als Ground Supporter dabei. Weitere Banshees auf dem Weg. Und jetzt sehen wir hier einen Siege Tank noch dazu. Und jetzt können auf jeden Fall die Einheiten von Miranda Kerr in Ruhe die Expansion hier rausnehmen. Und währenddessen muss ich erstmal hier AQX sammeln. Jetzt hier Push von den Marodeuren auf die Einheiten. Schön. Aber ich weiß gar nicht, warum nutzt auf jeden Fall, warum geht er nicht dagegen vor? Jetzt hier SCV down, Add-on ist down von der Factory. Siege Tank gut dabei, hat einen weiteren Marodeur rausgenommen. Jetzt die Expansion auf dem Weg für Miranda Kerr. Und gutes Spiel jetzt hier von beiden Seiten. Also Miranda versucht jetzt hier mit Druck zu arbeiten. Und ja, scoutet hier mit dem Marine. Doch er wird jetzt den Granaten der Marodeure Raketen. Oh, doch nicht. Die lassen ihn einfach stehen. Oder doch nicht. Jetzt hier wird das Missile Turret vernichtet. Und wir sehen viele Vikings, auch nämlich vielleicht sogar ein bisschen zu viele Vikings, muss ich sagen. Also so viele Banshees hat nun doch IQX nicht produziert. Er sollte vielleicht mehr auf Infantry und mehr auf Siege Tank setzen. Ist doch dabei, gerade diese zu produzieren. Ist auch jetzt dabei, jetzt für auf Marodeure zu gehen. Und da sieht man eine weitere Banshee. Cloaked rein. Und harassed jetzt hier auf jeden Fall den Worker. Ist jetzt dabei, auf jeden Fall hier die Siege Tanks anzugreifen. Kommt der Scan? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Siege Tank down. Und diese Banshees, das ist jetzt auch Units lost. Also auf jeden Fall hat Miranda Kerr mehrere diese Banshees verloren. Und da sieht man auch gutes Harassment hier von ihm. Er hat es auf jeden Fall geschafft. Jetzt ist er in der Reichweite von dem Missile Turret und wurde gesehen. Schönes Spiel auf jeden Fall. Und jetzt der Push. Only Marodeur. Sehr, sehr gut jetzt hier. Pusht hier auf die Main Base. Ein Siege Tank ist gerade mal ready. Stim rein, lauf in die Mitte und Siege Tank ist sofort down. Und ich denke, das war's. Miranda Kerr hat damit auf jeden Fall verloren. Er hat es nicht geschafft, den Druck aufzubauen, den er brauchte. Und damit geht das erste Matchup zwischen Miranda Kerr und iAQX an iAQX. Er ist auch mit 1-0 in Führung in diesem Best of 3. Und ich hoffe, wir werden noch weitere spannende Matches sehen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und wir sehen uns im nächsten Matchup wieder. Auf Wiedersehen.